Kursfeedbacks. Seminarauswertungen zu Deutsch. Demonstriert am Beispiel des Eidgenössischen Personalamtes in Bern. Die Ausgangslage ist folgende. In der Bundesverwaltung, in vielen Ausbildungszentren natürlich auch so, finden Kurse statt. Einzelne Kurse. Viele Kurse. Am Eidgenössischen Personalamt oder vom Eidgenössischen Personalamt organisiert finden zwischen 100 und 200 Kurse pro Jahr statt, verteilt über das ganze Jahr von Januar bis Dezember. Eintageskurse, zwei, Dreitageskurse, aber auch Kurse, die über das ganze Jahr verteilt stattfinden. Zwei Tage im März und noch irgendwie drei Schlusstage im September. Natürlich möchte man diese Kurse oder von diesen Kursen wissen, wie es um die Qualität steht. Infrastruktur, Kursleitende, Methodik, Ausschreibung, Organisation und so weiter. Aufgrund dieser Feedbacks werden nämlich die Jahreskurslisten definiert. Es ist gut möglich und auch schon mehrmals passiert, dass aufgrund der Evaluationen einzelne Kurse aus dem Programm fielen und für andere Kurse gekämpft wurde. Viele Kurse bedeutet viele Auswertungen. Es werden pro Jahr zwischen 5.000 und 7.000 Mails verschickt. Und so habe ich auch gleich angesprochen, Mails, die Leute füllen, die Teilnehmenden der Kurse füllen die Fragebogen nur online aus. Es gibt keine Papierfragebogen mehr. Also das Verteilen der Papiere am Ende des Kurses und das Zurückgeben an die Kursleitenden, das ohnehin fragwürdig ist, das gibt es nicht. Let Me Know ist das Befragungstool. Hier sieht man einen Ausschnitt aus dem Fragebogen Deutsch. Aber es hat auch französische Kurse im Angebot und selbstverständlich müssen die Teilnehmenden den Fragebogen auf Französisch erhalten. Wie erhalten die Kursteilnehmenden den Fragebogen? Einfach ein Hinweis geht auf die Homepage und so, das genügt nicht. Man muss aktiv sein, man muss ein Mail den Leuten zukommen lassen. Und auch dieses Mail natürlich in der entsprechenden oder in der korrekten Sprache. Tja, das sieht einfach aus. Sie werden aber gleich sehen, anhand dieses Schemas, Zeitplan, dass die Komplexität ziemlich groß ist. Ich würde sagen, sie ist enorm. Das Kursende ist das entscheidende Datum. Also nicht, wann der Kurs beginnt, sondern wann er endet, beginnt die Evaluationsphase. Ist es heute, dann müssen die Kursteilnehmenden morgen ein Mail erhalten. Bitte füllt den Fragebogen aus oder s'il vous plaît, veuillez répondre à ces questions. Und 7 Tage später erhalten all diejenigen, die den Fragebogen noch nicht ausgefüllt haben, ein Reminder-Mail. Sie sollen doch bitte auch noch mitmachen. Und wiederum 7 Tage später wird der Kurs ausgewertet. Von uns natürlich. Pro Kurs, also eine Auswertung, ein PDF.
und an die Kursverantwortlichen geschickt. Die Kursverantwortlichen, das sind Personen beim Eidgenössischen Personalamt, dem EPA, und die Kursleitenden. Dieser Zeitplan muss strikt eingehalten werden, ist ein Teil des Vertrags. Okay, auch das geht ja noch. Aber der Zeitplan geht weiter. Die Evaluation ist noch nicht abgeschlossen, nämlich, das sehen wir hier, es wird an dieselben Teilnehmenden nämlich ein drittes Mail verschickt. Und zwar 100 Tage nach Beendigung des Kurses. Transfererhebung nennt man diese Evaluation beim EPA. Transfer ist der Nutzen. Wie sehen Sie den Nutzen dieses Kurses? Hat der Kurs Ihnen etwas gebracht für Ihren persönlichen Arbeitsalltag? Ein toller Kurs heißt noch lange nicht, dass er auch einen langfristigen Nutzen bringt. Auch hier natürlich 7 Tage später ein Reminder-Mail und wiederum 7 Tage später die Auswertung. Und das Ganze wiederum natürlich in 2 Sprachen. Wir haben das mehr als ein Jahr, mehr oder weniger manuell, mit einer Excel-Liste versucht zu handeln. Es war ein großer Aufwand. Es muss täglich in diese Liste geschaut werden. Täglich muss die Liste kontrolliert werden. Man muss sofort ersehen können, stellen Sie sich vor, zwischen 100 und 200 Kurse. Man muss ersehen können, welcher Kurs muss zum ersten Mal befragt werden, in welcher Sprache, welcher zum zweiten Mal, zum dritten und zum vierten Mal. Es braucht eigentlich eine Person, die sich das ganze Jahr nur darum kümmert. Aus diesem Grund haben wir eine neue Lösung gesucht und sie natürlich mit Hilfe von SharePoint auch gefunden. SharePoint ist das Tool, was wir gemeinsam nutzen, gemeinsam mit dem EPA, also Swiss Benchmark und EPA. Beide Seiten haben Zugang zu dieser SharePoint-Seite, zu 2 Listen eigentlich. Die Liste der Kurse und die Liste der Kursteilnehmenden. Im Moment ist es so, dass wir per Mail eine Excel-Liste erhalten mit den Kursteilnehmenden und die dann eintragen. Die Kurse sind eigentlich Anfang Jahres schon bekannt, die sind eingetragen. Da wird während des Jahres eigentlich nur noch mutiert, ergänzt. Es gibt Änderungen auch bei den Referenten, also den kursleitenden Personen und allenfalls Daten. Aber einige Kurse werden natürlich aufgrund mangelnder Anmeldungen auch gestrichen. Die Kursteilnehmenden, da gibt es am meisten Mutationen. Da tragen wir einfach ein. Das ist ein Copy-Paste, eine sehr einfache Sache. Name, Amt und Kurstitel mit Kursnummer. Diese SharePoint-Liste der Kursteilnehmer, die Sie hier sehen, ist live, die ist echt. Was macht nun SharePoint jeden Morgen um 6 Uhr? Schaut sich die einzelnen Spalten an. Das geht nämlich folgendermaßen. Hier bei den Kursen haben wir ganz hinten die Daten eingetragen. Das wird automatisch gemacht, übrigens aufgrund des Enddatums des Kurses. Also wenn am 1.6. der Kurs zu Ende ist, wird hier eingetragen, 2., 8. und so weiter. SharePoint schaut in diese Spalte. Kommt das heutige Datum vor? Wenn ja, hier. Welche Sprache, welcher Kurs, welche
Welche Mails müssen verschickt werden? Und macht das Korrekte. Es wird auch diese Spalte natürlich verifiziert, Transfer. Und die korrekten Mails gehen an die richtigen Leute. Manuell ist diese Liste ein viel zu großer Aufwand, der sich nicht zahlt. Mit Hilfe von SharePoint auf jeden Fall. Die Auswertung der Kurse, das ist eigentlich eine einfache Geschichte. Das sind halbautomatisierte Templates, die wir ansteuern können. Wir machen ein PDF draus, schicken sie an die verantwortliche Person, die Kursleitenden und pro Quartal gibt es eine Bilanz und es gibt zusätzlich auch eine Halbjahres- und eine Jahresbilanz. Die Zusammenstellung aller Kurse. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.